Hallo, meine Lieben. Das ist mal eine neue Idee für euch. Eine Aufbewahrungsplattform, in die ihr eure Kosmetika tun könnt, eure Schminksachen, eure Bürsten fürs Bad oder fürs Zimmer, für die Schminkkommode. Aber auch kann man diese Aufbewahrungsplattform mit dem Holzteller und einfach mit diesen Konservendosen auch für die Tischdeko benutzen. Dann kann man da ein Frühlingsblümchen reintun. Man kann es für die Küche nehmen und Utensilien reintun. Also kann man ganz viel mitmachen. Und wir brauchen gar nicht viel dafür. Man muss ganz wenig kaufen. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt gerne. Für den Organizer, den ich euch zeigen möchte, und zwar ist er diesmal gedacht für den Schminktisch meiner Tochter, dass da ein bisschen Ordnung gibt, aber wie gesagt, ihr könnt auch für Bad nehmen oder jetzt für den Schreibtisch, für die Stifte und Lineale, alles was ihr so habt, brauchen wir verschiedene Blechdosen von Konserven und als Halterung einfach einen Holzteller. Dann brauchen wir noch verschiedene Servietten und unseren Kleister. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich mir den immer selber anrühre. Einfach in ein altes Schraubglas, etwa bis hierhin mit lauwarmem Wasser füllen, also drei Viertel voll. Und dann ein großer Esslöffel ganz normaler, ganz, ganz billiger Kleister hineinrühren. Gut durchrühren, dann mal 20 Minuten warten. Und der muss so sein wie zähflüssiger Honig. Und wenn er ein bisschen zu dünn ist, noch ein Teelöffelchen reinrühren, wieder 20 Minuten warten. Bis eine halbe Stunde und wenn er zu dick ist, einfach ein bisschen Wasser rein. Und dann hält sich der Kleister wirklich ein halbes Jahr in diesem Schraubglas, wenn man es immer gut zuschraubt. Dann brauchen wir noch einen weichen Pinsel. Der muss nach jedem Mal gut ausgewaschen werden, auch mit lauwarmem Wasser. Und bei dem Kleister ist halt auch schön, also der riecht überhaupt nicht, der schadstofffrei. Also können wir das auch prima mit Kindern basteln. Zu den Servietten. Hier sind sogar schon gefaltete Servietten, die wir nicht entsorgen wollten. Und weil diese Serviette total durchgefärbt ist, ist es schön, können wir die komplett nehmen. Sonst nimmt man oft nur die farbige Seite und zieht sie auseinander. Aber dann wird die Struktur wesentlich schöner, wenn es durchgefärbt ist. Und dann nehmen wir uns die erste Dose. Gucken, wie weit das passt. Und reißen uns schon mal ein Stück hier entlang. So, dann wird die Dose gut eingekleistert und am besten als Unterlage ein Backpapier nehmen. Das klebt nicht an. Man kann die Dosen prima drauf trocknen lassen und kostet nicht viel und kann man immer wieder benutzen. Wirklich gut einkleistern, etwa die Hälfte der Dose. Dann fangen wir an, den geraden Rand legen wir oben hin. So. Und dann kann man ruhig ein bisschen entfalten, dass es eine Struktur gibt. Das ist viel schöner, als wenn es so ganz, ganz ordentlich ist. Noch ein bisschen. Und dann beziehen wir die ganze Dose einfach rundherum. Bei dieser Technik kann man auch immer ganz, ganz toll anstückeln, Löcherchen flicken. Das ist jetzt auch einfach nur Glück, dass es wirklich komplett passt. Normal klebt man einfach nur noch einen Streifen drüber hin. Jetzt müssen wir die Dose außen auch noch mal einstreichen, so richtig schön nass. Und den unteren Rand, den kleben wir um. Das könnte man auch oben machen, dass wir es oben umkleben, wenn es nicht so schön bündig ist. Das geht bei dieser Technik wirklich prima. Dann ab und zu entstehen bei diesen Wischen so kleine Löcher. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil die überkleben wir einfach. Ihr seht hier die Falten. Das sieht richtig gut aus, weil man ein bisschen Struktur reinbringt. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wenn so Löcher entstehen, gar kein Problem. Eins drüber hin. Festtupfen und schon ist es zu. Das machen wir jetzt rundherum. So, dann stellen wir es mal auf den Kopf,
weil wir müssen noch den Rand kriegen und den kleben wir so nach innen. So, dann haben wir einen schönen Abschluss unten, weil die Dose ja sowieso unten ein bisschen hohl ist. Dann haben wir das schon ordentlich. Hier noch ein bisschen, da seht ihr, ist ein bisschen aufgegangen. Nehmen wir wieder ein Stück von der Serviette, drücken das drauf, kleben es an und fertig ist das Ganze. So, ein bisschen tupfen noch. Und wenn man das aufs Backpapier stellt, kann es prima wegtrocknen. Drei Dosen möchte ich jetzt in diesem Blauton machen. Und die kleinere, die kommt nach vorne, die kriegt eine runde Serviette. Und zwar könnte man dies abziehen und nur das Bunte nehmen. Aber die Struktur bei so einer Dose ist halt schöner, wenn das ein bisschen kräftiger ist. Und wenn der Hintergrund nicht weiß ist, wirkt das dann auch nicht so toll. Deswegen nehme ich die ganze Lage. Jetzt gucke ich, wie viel ich ungefähr brauche. Reiße es ab. Und dann setze ich mir so das auf die Dose, dass gerade die Tulpen schön wirken. Wirklich wie der Untergrund erst einstreichen. Richtig schön dick. So. Jetzt setze ich mir die Tulpen auf. Das so richtig toll wirkt. So, klebe mir das rundherum und dann klebe ich oben und unten den Rand wieder um. Ruhig ein paar Falten. Ich finde, das bringt Leben rein und gar nicht so ordentlich gemacht. Ein bisschen schieben. Hier finde ich die Tulpe wieder schöner, also nehme ich den Rand hier weg. So, seht ihr? So. Oben fehlt mir wieder eine Ecke, kein Problem. Wir nehmen so ein Stückchen und kleben es an. So, jetzt wieder rundherum gut einstreichen, vorsichtig tupfen. Das müssen wir jetzt bei allen Dosen machen, die wir nehmen wollen. Also ich möchte 4 nehmen. Das ist euch überlassen wegen der Größe, wie viel ihr drauf bekommt. So, wieder hier. Und nach innen kleben. Das macht jetzt alles wirklich der Pinsel. Jetzt haben wir hier oben noch den Rand. Den müssen wir natürlich auch festkleben, weil wir ja das Motiv schöner haben wollten, und den kleben wir nach innen fest. So. Und weil das jetzt wirklich mit Backpapier auf Backpapier trocknet und es nicht anhaftet, können wir es jetzt hier auf den Kopf stellen, auch wenn das noch nass ist. So. Und das müssen wir jetzt bis morgen trocknen lassen und dann zeige ich euch, wie wir weiterarbeiten. Nochmal ein Tipp, also ich habe jetzt die Dose noch nass mit Tapetenkleister und der ersten Lage Serviette. Und weil ich die Serviette hier noch übrig habe, kann man sich hier nochmal eins rausreißen. Ja, richtig unordentlich, vor allen Dingen oben her. Man nimmt die ganze Serviette hierbei, also jetzt nicht nur das Bild, sonst wird es mit dem dunklen Untergrund einfach nicht schön. So, jetzt können wir das hier auflegen. Die Dose ist noch nass unten drunter und machen uns noch mal eine Lage als Motiv darauf. Weil die hatte ich ja sowieso von der anderen Dose noch übrig, die ganz mit Tulpen gemacht worden ist. So. Schön feststreichen. Nass in nass, ganz wichtig. Oben einstreichen nach innen und dann lassen wir es, wie gesagt, über Nacht trocknen und danach befestigen wir da unsere Dosen auf den Holzteller. Das zeige ich euch, wie es geht. Verschönern es noch ein bisschen und dann ist es auch schon fertig. Ich nehme jetzt ein Tablett, lege eine Lage Backpapier darauf und dann kann ich es wegstellen und es passiert nichts und es stört niemanden.
Wie gesagt, eine Nachttrocknungszeit. Über Nacht sind jetzt die Dosen getrocknet. Und ihr seht, also die gehen ganz leicht ab. Und das funktioniert aber auch nur mit Backpapier. Der Rand ist noch ein klein bisschen feucht, weil es halt da drauf gestanden hat. Aber das trocknet uns ja so weg. Jetzt machen wir noch ein bisschen Sekoton an die Dosen. Und dann kommen die Dosen auf unser Holzbrettchen. Und zur Deko habe ich mir hier gedacht, ich nehme Paillettenband. Das gibt es ja auf eine Rolle. Gerade im Internet ist das wirklich total günstig. Und das klebe ich einfach um den oberen Rand herum. Ich fange am besten hinten an. Es geht am besten mit Heißkleber, aber auch mit einem Flüssigkleber geht es auch. Da muss man nur ein bisschen fixieren, damit es besser hält. Und dann nehme ich am liebsten Wäscheklammern. Und wenn man dann auch ein Rändchen drunter macht mit Backpapier, damit der Kleber nicht auch an der Klammer hält, dann ist das gar kein Problem. Einfach so einen Streifen Backpapier schneiden und zwischen Klammer und Paillettenband setzen und dann die Klammern drauf. Und dann kann man es trocknen lassen und ist ganz schnell fertig. So, und dann klebe ich wirklich am oberen Rand jede Dose mit Paillettenband. Und dann zeige ich euch, wie wir es auf dem Holzbrettchen dann befestigen. Ich habe jetzt die Dosen fertig beklebt. Und nochmal ein Tipp für mich, wenn ihr so einen Organizer machen wollt, zum Beispiel für die Küche, ist ja schlecht, dann das mit der Serviettentechnik abzuwischen. Dann ist es auch ganz gut, wenn man die Dosen einfach nur mit diesem Paillettenband ständig umwickelt. Also die ganze Fläche immer umwickelt, festklebt und dann kann man es doch mal ein bisschen abwischen, weil es aus Kunststoff ist. Und ansonsten eben die Serviettentechnik. Ich habe jetzt einen runden Teller ausgewählt. Der soll nämlich in eine Ecke rein, auf eine Kommode. Ihr könnt natürlich auch so ein längliches Brettchen nehmen. Das könnt man sogar festhalten und macht es länglich nebeneinander oder so. Das ist euch dann überlassen, wo es am besten hinpasst. Und diese Frühstücksbrettchen in Holz, die gibt es ja wirklich für ein Apfel und ein Ei. Und das sieht dann toll aus. Natürlich könnt ihr auch ein Brett nehmen, also es muss aber dann Massivholz sein aus dem Baumarkt. So ein Abschnitt, den kriegt man manchmal sogar geschenkt. So, jetzt befestigen wir das Ganze. Wir nehmen zuerst Kleber. Also erst setzt ihr euch das drauf und guckt, wie es am besten passt. Wir haben uns das so vorgestellt, weil man dann hier vorne noch was hinlegen kann. Und dann fangen wir mit der größten Dose an. Die fixiere ich zuerst mit Kleber, gerade am Rand, richtig viel drauf. Die hier so hin. Wenn jetzt was Schweres reinkommt, also dazu kommen zum Beispiel jetzt die Haarbürsten rein und das wackelt ein bisschen, ist es immer ganz gut, wenn man es nochmal mit ein, zwei Schrauben fixiert. Und dazu braucht ihr am besten einen Akkuschrauber, vielleicht hilft euch jemand, oder auch einen Schraubenzieher. Und dann befestigen wir uns die einfach durch den Boden durch und schrauben uns die fest. Kleine Schrauben genommen. Und dann befestigen wir uns das Ganze. So, und dann hält das bombig und ihr ärgert euch nicht, wenn ihr das so schön gemacht habt, dass es dann kibbelt und wackelt. Und dann setzen wir jetzt alle Verdosen erstmal drauf und dann gucken wir uns das Endergebnis an. So, jetzt ist alles verschraubt. Das hält wirklich bombig. Hier vorne kann man noch was hinlegen. Man könnte jetzt auch noch mal schräg Löcher reinbohren, dass ihr vielleicht einen Kajalstift noch reinschieben könnt. Das ist kein Problem. Und als Deko habe ich dann noch unseren Schmetterling, den wir noch mal extra gebastelt haben. Der hat hinten eine Haarspange und das kann man dann hier auch noch drauf klipsen. Und das könnt ihr jetzt benutzen, wirklich gesagt, als Organizer für eure Schminksachen. Aber ihr könntet da jetzt auch eine Frühlingsdeko reinmachen mit verschiedenen Blümchen. Müsst nur dran denken, es ist angeschraubt, also könnte unten ein bisschen Gießwasser rauskommen. Dann würde ich wirklich nochmal eine Tüte reintun, so eine kleine, und da erst das Blumenstöckchen reintun. Oder ihr nehmt künstliche Blumen oder ihr nehmt die Deko, die ich euch schon gezeigt habe, mit dem Moos und der Rinde. Also ich denke, da kann man viel mit anfangen fürs Bad, für die Küche, als Deko für den Tisch. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen. Und ihr schaut vielleicht bei der nächsten Deko-Idee rein, weil wir haben noch so tolle Chucks. Und da kann ich euch zeigen, was man da als Dekoration für Blumen, aber auch für Kosmetika mitmachen kann.
Ich wünsche euch sonnige Tage und tschüss.